Abend. Mein Name ist Annette Heiter und ich bin Amtsrichterin. Diese Lesung dauert etwa 80 Minuten, kann aber auch nach 2 Minuten vertagt werden. Sie bekommen dann kein Geld zurück, aber Ihre Karten behalten ihre Gültigkeit und wir treffen uns so in etwa 6 Monaten wieder, wenn es mein Terminkalender zulässt. Oder wie wir Richter gerne sagen, wenn es mein Handicap erlaubt. Der Schönfelder. Deutsche Gesetze. Schlagen es also auf. Oh, 2 und 5. Der hat Pech gehabt. 5 Jahre, 2 Monate. Da ist keine Bewährung mehr drin. Auch Alice Schwarzer. Und womöglich bald dran. Und ich finde das großartig. Ich finde das wirklich toll, dass Sie dieses gewinn- und prestigeträchtige Delikt der Steuerhinterziehung nicht allein den Männern überlässt. Das ist gelebte Emanzipation. Ist dein Leben dir zu fad? Der Vatertum viel zu grad? Dann leiste dir von Zeit zu Zeit eine kleine Ordnungswidrigkeit. Was aber bringt andere, unschuldige junge Menschen heute dazu, sich einem Studium zu widmen, das völlig zu Recht als überhaupt nicht sexy gilt? Eine keineswegs repräsentative Umfrage unter aktuellen Jurastudenten ergab folgende Antworten, die nach Häufigkeit sortiert sind. Wie Jura? Auf meiner Imma steht doch Rechtswissenschaft. sagte der Typ mit den Springerstiefeln. Mein Freund sagt, ich würde eine super Richterin abgeben. Ich kann mit den Arschbacken Nüsse knacken. Ich habe ein intensives Interesse an Gerechtigkeit und möchte meine intellektuellen Fähigkeiten in den Dienst der Menschheit stellen. Nein, das war Spaß, das hat keiner gesagt. Manche sagten ja, irgendwas mit Menschen machen. Tja, aber das wollte der Kannibale von Rothenburg auch. Wobei, so einen Kannibalen möchte ich echt nicht verurteilen müssen. Ich meine, der guckt mich an und sagt nicht, oh, sie trägt eine Robe. Der sagt, hey, super, heute gibt's Speckmantel. Die Psychologin trägt Kleidergröße 54 und sieht aus, als hätte sie früher die polnische Ringermannschaft angeführt. Ihre graumelierten Haare sind in einem strammen Dutt gestopft. Die beigefarbene Jerseyhose hat einen Gummizug im Bund und die Füße stecken in Mephisto-Gesundheitsschuhen. Mephisto, der Name ist Programm. Diese Frau ist der Teufel, aber einer aus Kruppstahl. Sie haben doch offensichtlich ein Problem mit dem Alkohol. Nein, ich habe kein Problem mit dem Alkohol. Aber vielleicht ohne? Ich trinke doch nur ab und zu. Die Polizei hat bei Ihnen größere Spritvorräte gefunden. 17 Flaschen Wein, 3 Flaschen Schnaps, 1 Kasten Bier. Das ist mein Jahresvorrat. Und ich trinke auch nur zu Hause. Ach. Und wenn Ihre Frau dann plötzlich schwanger wird und zur Entbindung in die Klinik gefahren werden muss? Ich bin nicht verheiratet. Und wenn, würde meine Frau gewiss zu Hause entbinden. Naja, genügend Alkohol zum Desinfizieren haben Sie ja. Was haben Sie denn? Trollinger aus dem Remstal? Lemberger vom Kappelberg? Riesling vom Rhein? Kirschwasser aus dem Schwarzwald? Und Bier von der Rothausbrauerei. Sie trinken also gewissermaßen fürs Land. Man kann heute wirklich alles ganz präzise messen. Selbst die Geschwindigkeit von Sperma auf dem Weg zur Eizelle. Exakt 17 km/h, das hat man gemessen. Fragen Sie mich bitte nicht, wo da die Radarfalle stand. Tiefe Einblicke in die Erfahrungswelt des Amtsrichters gibt auch diese kurze Entscheidung.
Das Fehlen von Sektgläsern auf einer Winterurlaubshütte stellt keinen Fehler der Reise dar. Es ist gerichtsbekannt, dass Sekt auch in Saftgläsern seinen vollen Geschmack entfaltet. So viele Männer hab ich kalt gemacht. Meistens ging es schmerzfrei und ganz sacht. Das einzige Problem war dabei bloß, die Leiche kriegt man nicht so leicht los. Du, 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 du. Verbuddeln ist zu anstrengend für die Frau. Versenken in den See wär clever und schlau. Doch bei gutem Wetter ist am See zu viel los. Und für Teiche sind sie meistens zu groß. Du, 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 du. Da ist mir gestern noch ein anderer Vers eingefallen. Der ist jetzt ganz, der ist ein bisschen geschmacklos. Also wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, dann lieber kurz mal weghören. Aber ich muss ihn einfach kurz singen. Zur Not gäb's noch die Lebensmittelindustrie. Die braucht ja immer Nachschub und fragt nicht lang wie. Die haben zwar noch Pferde vom letzten Jahr, doch die zahlen für die Leiche sofort und in bar.